Ich freue mich sehr, heute hier Roberto Kurzhantel und Christian Schmiljun von der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt begrüßen zu können, die uns eine Integration von Kitodo in DSpace vorstellen werden. Das ist immer wieder Thema gewesen, danach bin ich immer wieder gefragt worden. Und die beiden hatten sich letztes Jahr ursprünglich bereit erklärt, einen Vortrag dazu zu halten, weil ich wusste, dass dort umgesetzt worden ist. Und das ist dann pandemiebedingt auf dieses Jahr verschoben worden. Ich bin sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Bitte sehr. Vielen Dank, Herr Becker, für die Einladung, dass wir hier unsere Arbeit präsentieren dürfen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Name ist Roberto Kurzhantel und zusammen mit meinem Kollegen Christian Schmiljon wollen wir Ihnen die bisher durchgeführte Entwicklungsarbeit, die wir für die Darstellung unserer Retro-Digitalisate und andere digitale Objekte an unserer DSpace-Installation im Zeitraum 2017 bis heute durchgeführt haben. Und wir haben gedacht, für eine bessere Kontextualisierung von der Arbeit wollen wir natürlich mit ein paar Punkte zum Angangslage am Anfang dieses Projekts beginnen. Und daher möchte ich in den nächsten paar Folien einen kurzen Überblick über unsere ersten Entwicklungsarbeit und Meilensteine in den Jahren 2017 und 2018 geben. Und dann wird mein Kollege Christian übernehmen mit den eher technischen Details dieser Arbeit. Also damals die Ausgangslage in 2017 war so, dass wir dringend unseren Publikationsserver upgraden müssten, denn es sah so aus, also nicht besonders hübsch. Und wir müssten das dringend verbessern. Und die Motivation damals war, einen Publikationsserver zu haben, der auf einer technischen Ebene und einer technischen Open Source Basis arbeitet und uns in der ersten Linie dabei helfen konnte, nicht nur unsere Publikationen, sondern auch andere Inhalte wie Forschungsdaten und Retro-Digitalisate effizient zu speichern, zu verwalten und online zu verbreiten. Natürlich auf der Suche nach geeigneten Lösungen erschien schon damals DSpace als eine sehr gute und geeignete Softwarelösung für diese Aufgabe. Und damals haben wir unsere Anforderungen an Papiers wie diese vom Core orientiert. Und so konnten wir nach der ersten Entwicklungsphase unserem Repositorium Shared in Betrieb nehmen. Ziel war, ein mandantenfähiges Repositorium oder System zu haben, mit dem wir unsere Partner im Land Sachsen-Anhalt unterstützen konnten. Ein System, das wir weiterentwickeln konnten, aber auf eine zuverlässige Art und Weise natürlich und unter die Einhaltung von relevanten Community-Standards, wie zum Beispiel DINI. Und ein System auch, mit dem wir beginnen konnten, mehrere Datenformate zu speichern. Und eine erste Grundlage für unsere Langzeitarchivierungsbestrebungen zu schaffen. Mitte des Jahres 2018 war die Lage so, dass wir unserem Shared, also das ist ein, oder das war ein DSpace 6.2 basiertes Repositorium für Publikations- und Forschungsdaten schon hatten. Aber gleichzeitig hatten wir eine kommerzielle Lösung für die Verarbeitung und Präsentation von unseren vielen Digitalisaten. Für uns stellten sich natürlich damals schon die Frage, ob wir unsere Open-Source-Strategie fortsetzen könnten, um auch diese kommerzielle Lösung zu ersetzen. Und so kamen wir zum ersten Mal dazu, den Kitodo zu evaluieren, als Kitodo-Suite zu evaluieren. Und außerdem, wir wollten ein flexibles und interoperables System haben, das wir den anderen Institutionen im Land zur Verbreitung ihrer Sammlungen anbieten konnten. Und dann auf diese Weise sind wir auf die Grundidee gekommen, Kitodo zur Abbildung und Parametrisierung unserer Digitalisierungsworkflow zu nutzen und gleichzeitig DSpace als Datenrepositorium und Frontend zur Präsentation aller dieser Werke zu verwenden.
Also es ist so, dass unsere Kollegen von der digitalen Dienst in unserer IT-Abteilung haben also in den letzten Jahren viel, viel Arbeit in den Aufbau der Kitoro Production gesteckt. Und hier sehen Sie zum Beispiel einen Screenshot von dem Kitoro Production Frontend, der zeigt, welche Menge an Metadaten in unserem Workflows generiert wird und mit welchem enormen Sorgfalt Aufgaben wie die Strukturierung und die Verlinkung aller Metadaten erledigt werden. Sobald diese erste Herausforderung beherrscht wurden, bestand die nächste Herausforderung darin, alle diese Informationen mit modernen Standards, wie zum Beispiel diesem IIIF, online präsentieren und darstellen zu können. Und dann die nächste Folie, es geht um genau diese Entwicklungsarbeit zu präsentieren. Also mein Kollege Christian übernimmt ab jetzt. Und ja, genau. Christian, bitte. Hallo zusammen erstmal. Bevor wir genau zeigen, was haben wir denn wie eigentlich umgesetzt, was war dafür notwendig, würde ich einfach mein Werk präsentieren, beispielhaft, wie das Ganze jetzt bei uns in unserem D-Space aussieht. Das ist ein Weltatlas, ist ein Werk als Monographie. Man sieht ein Item ganz normal, die oben, wie im D-Space bekannt, die Metadatenansicht. Im unteren Teil befinden sich dann die Ressourcen, die Bitstreams. Hier ist der erste große Unterschied, sage ich mal, dass wir nicht alle Bitstreams, sage ich mal, dort tabellarisch anzeigen, sondern bloß das Werk als eine Einheit, denn wir wollen ja nicht einzelne Seiten dort anzeigen bei einem 1000-Seiten-Werk, sondern wirklich das Werk. Und der Nutzer hat dann hier verschiedene Möglichkeiten, wie er das Werk betrachten kann. Er kann es also runterladen als PDF vollständig. Er kann sich das Ganze aber auch online anschauen. Für diesen Fall unterstützen wir zwei Viewer. Das eine ist der DFG-Viewer, der auf die MetzMotz-Dateien zurückgreift, der die Strukturinformationen enthält, der die Metadaten nochmal anzeigt. Und als zweiten Viewer, die Variante, die wir eigentlich mittlerweile präferieren würden, ist die Anzeige im IIIF-Viewer, wo im Hintergrund für so ein Werk ein IIIF-Manifest erzeugt wird. Und man hat auch hier wieder im Viewer weiterhin Zugriff auf sämtliche Metadaten des Werkes, Metadaten der Seite, auf die Strukturinformationen. Man kann also auch direkt jetzt über die Struktur auf einzelne Seiten in dem Werk springen. IIIF an der Stelle hat den Vorteil, dass wir einen Image-Server im Hintergrund benutzen. Das heißt, auch hier können wir performant auf die hochauflösenden Bilder direkt zugreifen. Man kann also sehr gut in die Bücher reinzoomen, rauszoomen. Man kann es immer noch mit einer relativ kleinen Internetleitung, sage ich mal, ohne Performance-Einbußen das Ganze benutzen. Was war dafür notwendig, um so weit zu kommen? Also wir mussten unsere Architektur natürlich ein bisschen anpassen. Also wie man hier sieht, wir haben unser klassisches D-Space, was jeder kennt, mit einer Datenbank, einem Asset-Store, irgendwie, wie der Nutzer von außerhalb darauf zugreifen kann auf das D-Space. Auf der anderen Seite haben wir unser Kitodo. Es gibt einen gemeinsamen Hot-Folder, wo Werke landen, die aus Kitodo exportiert, freigegeben, veröffentlicht werden sollen, auf diesen D-Space dann für den Import zugreift. Und es gibt den bereits schon erwähnten Image-Server, der also unsere Bilder in verschiedenen Auflösungen ausliefern kann, einzelne Bildregionen ausliefern kann, der auch Dateikonvertierung für Bilder vornehmen kann. Der unterstützt die IIIF Image API und greift auf den Asset Store zu, weil wir die Bilder, die Bitstreams natürlich nicht doppelt vorhalten wollen. Der Import besteht aus zwei Teilen. Auf der einen Seite erstmal der Export, so wie das Ganze von Kitodo rauskommt. Kitodo selbst würde von Haus aus die gescannten TIFF-Dateien exportieren, die sind unkomprimiert, sehr groß und dazu eine MetzMotz-Datei, welches das komplette Werk beschreibt, also alle deskriptiven, administrativen Metadaten enthält, aber auch die logische Struktur eines Werks.
Bevor wir das Ganze D-Space übergeben können, würden wir das noch ein bisschen aufbereiten. Wir wollen zum Beispiel in unserer Präsentation nicht die TIFFs wirklich zur Verfügung stellen. Wir wollen dort nur JPEGs zur Verfügung stellen. Wir möchten den Nutzer aber auch eine PDF zur Verfügung stellen. Das Ganze möchte aber auch gleich eine Fußzeile haben, wo zum Beispiel die URN als Identifier des Werks drin steht. Das wird dort alles vorbereitet. Dann bauen wir pro Vorgang eine ZIP-Datei, die dem Simple Archive-Format vom D-Space entspricht. Das heißt, wir packen dort alle Bitstreams rein. Es gibt eine Contents-Datei, wo beschrieben wird, welche Bitstreams zu importieren sind und in welchem Bundle die Bitstreams gespeichert werden. Es gibt eine Collection-Datei in der ZIP, womit D-Space dann weiß, in welche Sammlung das Ganze landen soll. Und wir müssen natürlich für den Import ein minimales Set an Metadaten mit übergeben, damit D-Space weiß, zumindest welchen Titel und welchen Erscheinungsjahr oder ähnliches hat denn das Werk auf jeden Fall. Auf der anderen Seite der D-Space Import. Dort gibt es einen Cronshop, der einfach regelmäßig diesen gemeinsamen Austauschordner überwacht, ob dort neue ZIPs zum Import vorhanden sind. Wenn das der Fall ist, dann findet so ein klassischer D-Space-Import von so einem SAF-ZIP statt. Dann haben wir im D-Space zumindest schon mal ein Item. Es sieht noch nicht aus wie ein Digitalisat. Wir haben dort alle Bitstreams schon mal. Wir haben dort auch die Metz-Mods-Datei, die das Werk beschreibt, natürlich mit ungültigen Links. Denn die Hände, die internen IDs zu den Bildern, zu der PDF als Bitstream, sind natürlich vom D-Space erst jetzt vergeben worden. Das heißt, es gibt noch eine ganze Menge Curation-Tasks, die im Anschluss laufen, die zum einen die Metadaten extrahieren. Das passiert per XSLT zum D-Space Intermediate-Format. Wir extrahieren auch gleichzeitig die Strukturinformationen und die Paginierung, was als Metadaten für die Bitstreams gespeichert werden, nicht fürs Item in dem Fall. Wir würden die Bilder natürlich in unserem Image-Server registrieren, bekannt geben, dass dieser auch auf die zugreifen kann. Wir würden Bildderivate erzeugen, damit wir einfach verschiedene Auflösungen von den Bildern vorberechnet haben und zum Beispiel das Thumbnails nicht jedes Mal auf das vollständige Bild in voller Auflösung zugreifen müssen. Wir haben mehrbändige Werke, mehrbändige Monografien und Serien. Das heißt, wir müssen auch Abhängigkeiten zwischen Items auflösen. Das machen wir per Curation Task und müssen dann im letzten großen Schritt die Metz-Mods-Datei, sage ich mal, um diese aktualisierten Informationen ergänzen. Und da der DFG-Viewer die Möglichkeit besitzt, um auf so eine Metz-Mods-Datei zur Anzeige über die OAI-Schnittstelle per GetRecord zuzugreifen, müssen wir dann natürlich auch unseren OAI-Index für die importierten Items aktualisieren. Sie haben noch 3 Minuten. Ich habe noch 3 Minuten. Da mache ich schnell. Wir haben eine relativ komplexe Bandestruktur. Die ergibt sich einfach, weil wir nicht alle Bitstreams im Original-Bundle dauerhaft zur Verfügung anzeigen wollen und es uns da statistikmäßig auch einfacher möglich ist, einzelne Bitstream-Zugriffe herauszufiltern. Wie schon erwähnt, wir unterstützen einen RRF-Viewer, wir unterstützen die RRF-Image-API. Die RRF-Manifeste werden on-demand generiert. Zum aktuellen Stand, das Ganze ist initial im November 2019 gestartet. Wir haben einen stetigen Anstieg, mittlerweile 3000 Werke, die veröffentlicht wurden. Der Asset-Store für diese Digitalisate beträgt mittlerweile etwa 1,2 Terabyte, was im Umfang von 500.000 Seiten entspricht. Zum Ausblick, ich würde mich vielleicht auf 2 wichtige Punkte konzentrieren. Wir möchten zukünftig nicht nur einfach URNs, sondern auch granulare URNs unterstützen. Das sind URNs auf Seitenebene, wo man also wirklich direkt einzelne Seiten zitieren kann und direkt in den Führern auch auf der entsprechenden Seite landet. Und wir möchten zukünftig unseren Kitodo-Workflow auch OCR integrieren. Und dann ist es uns natürlich wichtig, dass wir die Volltextinformationen nicht bloß im PDF nutzen können, sondern auch in den entsprechenden Viewern. Das heißt, es gibt im RRF hier eine entsprechende Search-API, die mittlerweile von uns implementiert wurde. Man kann treffen, man kriegt dann direkt den Highlight im Bild markiert, wenn der Volltext hinterlegt ist.
kann man hier auch entsprechend markieren, Copy-Paste machen, Ähnliches. Und möchten zukünftig unser Kitodo-System natürlich auch aktualisieren. Das heißt, wir wollen zukünftig auf Kitodo Production Version 3 umsteigen und hoffen, dass wir unseren bisherigen DSpace-Workflow dafür auch weiterhin benutzen können. Das ist nochmal ein beispielhafter Screenshot von Kitodo 3, was deutlich moderner ist und von der Usability deutlich aufgebessert wurde. Ja, vielen Dank, Christian. Wir wollen uns tatsächlich nur bedanken, weil also heute früh wurde erwähnt, dass es wichtig ist, dass wir eine Community uns gegenseitig unterstützen. Vielen Dank an der zur Serviceleister für Science, Library Code, aber auch an unsere Kollegen für teilweise so Code-Sharing. Und ansonsten, wir wollen uns bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Mir herzlichen Dank für den Vortrag. Gibt es Fragen? Noch ist nichts eingegangen an Fragen. Im Chat oder im Fragen- und Antworten-Tool. Sie haben das umfassend und gut erklärt. Ich bin nicht überrascht, dass es keine Fragen gibt, aber es gibt Dank für den Vortrag schon mal im Chat. Ich würde trotzdem noch kurz den Teilnehmenden die Gelegenheit geben, eine Frage oder zwei zu tippen. Vielleicht, Christian, nochmal die letzte Folie zum unserer E-Mail oder Kontakt. Ach so, genau. Vielleicht eine kleine Anmerkung zu den Folien. Also alle Links, die ins Live-System gehen, kann man natürlich testen und das Ganze ausprobieren. Bei Links, wo explizit dev.opendata steht oder Testsystem, das ist nicht für die Öffentlichkeit für jeden freigeschalten. Ach so, ja, das stimmt. Das ist ein wichtiger Punkt. Im Chat heißt es, sehr spannendes Projekt. Das ist der Grund, warum wir auch eingeladen haben dazu. Ich weiß, dass es in vielen Häusern großes Interesse an Kitodo und DSpace gibt und dass viele mit Kitodo Production sehr zufrieden sind, aber es durchaus Überlegungen gibt, ob man dann dazu Kitodo Presentation nimmt oder wie bei Ihnen DSpace für die Ergebnisse aus der Digitalisierung. Ich danke Ihnen sehr für den Vortrag.